Hallo und herzlich willkommen. Die Natur auf unserem Planeten ist faszinierend. Sie ist aber auch sehr komplex und oft nur schwer zu verstehen. Die Wissenschaft hat in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht und viele Geheimnisse gelüftet. Dennoch gibt es noch unzählige offene Fragen und ein paar davon möchten wir euch heute vorstellen. Wenn euch das Video gefällt, gebt uns bitte ein Zeichen, indem ihr uns abonniert. Los geht's! Warum schläft man? Ein Mensch, der im Schnitt zwischen 7 und 8 Stunden schläft, verbringt etwa ein Drittel seines Lebens damit. Wieso man aber überhaupt schläft, ist eine Frage, die bis heute noch nicht endgültig geklärt wurde. Während des Schlafens werden Erlebnisse und Gedanken verarbeitet, das Immunsystem wird gestärkt und die Psyche erholt sich. Forschungen haben gezeigt, wie sehr wir auf den Schlaf angewiesen sind. Es ist allerdings noch nicht klar, ob das auch die Gründe sind, wieso man schläft, oder ob es Nebeneffekte des Schlafens sind und der hauptsächliche Grund ein anderer ist. Krummer Wald. Es gibt einen Wald in Polen, der für viele fragende Gesichter sorgt. Dort sind die Stämme von fast 400 Bäumen in den ersten 40 cm um 90 Grad zur Seite geknickt und machen einen Bogen, bevor sie in die Höhe wachsen. Es gibt eine Menge Theorien um diese ungewöhnliche Form. Diese gehen von außerirdischem Gift im Boden bis zu besonderen Magnetfeldern, die es in der Region geben soll. Wissenschaftler konnten aber bislang keiner dieser Theorien beweisen. Tiere, die keinen Sauerstoff benötigen. So gut wie jede Lebensform auf der Erde nutzt Sauerstoff, um zu überleben. Kein Leben ohne Sauerstoff, das kriegen wir schon in der Grundschule so beigebracht. Umso verwunderter waren Wissenschaftler, als Tiere entdeckt wurden, die keinen Sauerstoff benötigen zum Leben. Die ersten Entdeckungen solcher Tiere wurden im Mittelmeer gemacht, in 300 Meter Tiefe. Es sind sogenannte Korsetttierchen, welche nur 0,3 mm groß sind. Weil bislang nur wenige dieser Tierarten entdeckt wurden und es etwas völlig Neues ist, haben die Wissenschaftler keine Ahnung, wie es zu der Entwicklung kam, komplett ohne Sauerstoff auszukommen. Saturn-Hurricanes. NASAs Raumsonde Cassini hat auf dem Saturn einen gigantischen Wirbelwind entdeckt, der den Hurricanes auf der Erde sehr ähnlich sieht, allerdings um einiges größer. Das Auge des Wirbels ist rund 20 Mal größer und die Windgeschwindigkeit 4-mal höher als die auf der Erde. Die Wissenschaftler haben keinen Schimmer, wie diese Wirbelwinde zustande kommen, denn auf der Erde entstehen solche auf dem Meer. Es gibt nämlich keine großen Wasservorkommnisse auf dem Saturn. Die Wissenschaftler der NASA vermuten, dass der Wirbelwind die Energie aus dem Wasser der Atmosphäre des Planeten zieht, sind aber noch dabei, das seltsame Phänomen zu untersuchen. Sternenrotz. Sternenrotz ist eine geleeartige Substanz, welche auf Gräsern und Ästen gefunden wird. Eine lange Zeit glaubte man, dass es etwas mit den Sternschnuppen zu tun hat, wodurch auch der Name entstanden ist. Dafür gibt es aber keine Beweise. Es wird vermutet, dass die Substanz einen biologischen Ursprung hat und es gibt mehrere Theorien dafür, wie das es Erbrochenes von Vögeln ist oder durch Blaualgen entsteht. Leider gibt es auch hierfür keine Beweise und man kann nicht eindeutig sagen, was es ist. Wir sind uns sicher, dass die Wissenschaft uns noch viele Fragen beantworten wird, aber auch, dass es noch viele weitere neue Fragen geben wird. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns bitte ein Abo da und Verbesserungsvorschläge könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben.